Die wichtigste Aussage, die wir mit unserem Ermutigungsdienst Gottes Haus weitergeben wollen, ist eigentlich folgende. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Das ist sowas wie unser Schlachtruf. Das versuchen wir in jedem Clip zu vermitteln. Gott hat mehr für dich. Weißt du, wenn jemand keine Beziehung zu Gott hat, Jesus nicht kennt, nicht errettet und erlöst ist, die Botschaft ist, ey, Gott hat mehr für dich. Du kannst in ein Leben der Fülle hineinkommen. Du kannst in ein Leben des Segens hineinkommen. Du kannst ewiges Leben bekommen. Gott hat mehr für dich. Wenn jemand Christ geworden ist, die ersten Schritte gemacht hat und anfängt, seinen Weg mit Jesus zu gehen, die Botschaft ist, Gott hat mehr für dich. Du kannst weitergehen. Er hat mehr für dich. Du kannst ein Land einnehmen, was er für dich vorbereitet hat. Er hat Segnungen vorbereitet, von denen du noch keine Ahnung hast. Wenn du schon einige Jahre mit dem Herrn unterwegs bist und schon manches gesehen und erlebt hast, die Botschaft ist, Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Magst du enttäuscht und ausgebrannt sein? Magst du frustriert sein von den Schwierigkeiten und den Widernissen des Lebens? Gott hat mehr für dich. Wenn es dir gut geht, Gott hat mehr für dich. Wenn es dir schlecht geht, Gott hat mehr für dich. Wenn du in einem mächtigen geistlichen Dienst stehst, Gott hat mehr für dich. Oder wenn du den Eindruck hast, dass dir dein geistliches Leben wie Sand aus den Fingern rinnt, Gott hat mehr für dich. Das ist eine Botschaft, die für jede einzelne Seele auf diesem Globus gilt. Gott hat mehr für dich. Und ich weiß, dass wenn du dich öffnest und dich ihm zuwendest und sagst, Herr, ich will etwas haben von dir, ich brauche etwas von dir, ich möchte von dir etwas empfangen, dass er es dir mit Freuden gibt. Es ist vielleicht nicht unbedingt genau das 100%, was du dir ausgedacht hast. Vielleicht kommt es in einer etwas anderen Verpackung. Vielleicht sieht die Segnung etwas anders aus, als du es gedacht hast, weil er hat einen ganz anderen Überblick und seine Wege sind anders als unsere Wege und seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Aber er hat Segnungen für dich auf jeden Fall. Er möchte, dass du weiterkommst, dass du weiter vorankommst in ein Leben der Fülle und des Segens Gottes. Das heißt nicht, dass du keine Probleme hast, keine Schwierigkeiten mehr hast, keine Kämpfe mehr hast oder dass alles nur noch easy peasy ist. Ganz im Gegenteil. Der Feind wird dich schon versuchen zu stoppen. Aber Gott möchte, dass du über alle Hindernisse hinweggehst, über alle Kämpfe hinwegkommst und siegreich daraus hervorkommst und in das volle Maß dessen kommst, was er für dich bereitet hat. Und das ist etwas wirklich Großartiges. Unsere Botschaft ist, Gott hat wirklich mehr für dich. Streck dich danach aus, nimm es für dich an und lass zu, dass er dein Leben reich macht und dass sein Wille in deinem Leben wirklich Raum gewinnt. Wie gesagt, Gott hat mehr für dich.